Hallo und herzlich willkommen bei Tizi. Ja, ich hab gedacht, weil du mir nichts isst, ich bring's dir mit und es wird nicht gewürdigt. Digga, ich muss erstmal Pfeife machen, kacken und jetzt müssen wir in die V-Balls rein. So sieht der Laden nämlich aus. Was ist mit der Kamera passiert? Guck mal, die hängt irgendwie schief, oder? Der Tisch, die hat man doch sonst nie gesehen, oder? Hi Leute, herzlich willkommen bei Tizi. So, bevor es losgeht, möchte ich noch kurz sagen, ich habe ein neues Mundstück. Mein altes wird mutwillig zerstört. Ich wollte was Besonderes. Ich finde es halt so schlecht. Mein neues Schlauch ist aber auch nicht da. Kurze Gedenkstunde, Gedenkminute für mein altes Mundstück. Okay, lang. Das war schon frech, wie ihr das Runner kaputt gemacht habt. Das tut mir heute noch weh. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache, Digga. Guck, wie schwul er das Ding in den Mund nimmt, Alter. Ich kann's Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm, wir gehen da rein jetzt. Ich will doch, dass die Leute weiter sagen, die scheiß blondierte Piep. Wer sagt das? Keine Ahnung, irgendwo gelesen. So, Freunde, wir gehen rein. Rewards Time wird wieder so ablaufen. Heute wieder Rewards Video. Feiert ihr, Freunde, die Videos. Deswegen lasst ihr auch ein Däumchen nach oben da. Morgen gehen wir dann dafür wieder 15 Uhr, ne? So 15 Uhr wieder online. Ne? Ein bisschen WL grinden. Genau, ja. Weil da haben wir dann richtig Bock drauf. Irgendwie Team haben wir diese Woche gar nicht groß irgendwie umgebaut. Ah, das ist ja noch das Bundesliga-Team. Können wir mal kurz noch auf unsere Mannschaft gehen, mit der wir Gold 1 geholt haben. ist das Riesenglied oder ist ihr Liebe? Wir können aber auf jeden Fall noch ein bisschen dran rumbauen. Ja, dann, ne? Können wir ja aber morgen dann im Stream noch machen, Freunde, weil... Hä, wo ist denn der? Wer war denn da? Pelé. Da ist er doch. Ah, da ist er doch. Ja, können wir morgen noch ein bisschen dran rumschrauben, weil es ist ja vorne die einzig wahre Karte gekommen, und zwar Wami. Aber was ein bisschen abfuckt, ist, dass Wami RM ist. Warum, ne? Ist doch geil, wir können doch RM über die Flügel flitzen lassen. Ja, ich habe aber gefühlt vorne drin eine alte 5-Star-Skiller. Aber wir könnten uns generell, guck mal, es kam ja mittlerweile auch bei Ili, dieser Thorgan Hazard soll auch gut sein. Ne, wir können uns ja mal ein geiles Bundesliga-Team vielleicht bauen für die WL mit ein paar Icons. Es wird ja auch gemunkelt, dass wieder im Team 2 kommt, ne? Ja, es soll morgen, ich habe nahe Quelle von einem guten Trader-Kollege. Es soll morgen ein Freeze-Team kommen, plus so ein UCL-Team nochmal, so TOTGS oder TO, was weiß ich. Ne? TOTGS, ja. Ne, TOT, live, die Live-Karten sollen kommen. Ah, okay. RTTF-Team soll morgen kommen nochmal. Okay. So, da ist mal. Alter, wie viele Abkürzungen, RTTF, TOTGS. Ja, können wir jetzt mal anfangen, Digga? Ja, okay, wir labern schon wieder viel zu viel, Freunde. Also, wir haben jetzt... Hol mal ab. So, direkt abholen. Ich wollte hier nochmal kurz drauf gehen. Gehen wir mal hier drauf. Wir haben erstens noch hier ein paar gestellte Promopacks, die wir öffnen können. Plus, wir haben noch hier was. Ich glaube mir. Das wird heute so ablaufen, Freunde. Der, wo den besten Player-Pick hat, ganz einfach, bekommt das nochmal am Ende. Wir können uns auch mal hier nochmal kurz TDW angucken. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Das Team ist schwach. Ne? Der Einzige, der hier was wert ist, ist der Lotze Arno und Wadi. Hier vorne. Wadi, das war's. Der Rest? Der Rest. Geht rutschen, ne? Kostet. Aber eigentlich ist... Ja, da, der Kunde, aber das ist... Kunde! Schön, eigentlich ist es das Zeichen, ne? Wenn eigentlich das TDW Schmutz ist, dass wirklich eigentlich ein geiles Team am ja, Ende safe. Kommt, ne? Irgendwie TDW ist sowieso, da muss ich dir immer was Neues einfallen lassen, Freunde. Ist nichts Besonderes mehr. Nee, das war früher, war das absolute Alter, Highlight. Ist das Tabak? Weiß man? Was? Der Israeli? Wo bist rechts? Du denn? Da, ja, hier, weiß man. Das sieht aus wie Tabak. Ja, könnte ein bisschen Tabak sein, ich bin hier für den Sascha Mölders. Nee, Freunde, ist wirklich so, da muss ich eh mal gucken, was er da macht. Wie er guckt. Sieht auch so ein Filter drauf. Ja. Ja, Jungs, TDW, ich weiß nicht, früher war das absolute Highlight, zum TDW-Spieler zu ziehen, mittlerweile. Ich weiß es nicht. Hierfür zu grinden ist schon ein bisschen scheiße, ne? Aber wir holen ab. Die müssten eigentlich, könnt ihr mal gerne in den Chat schreiben, Jungs. Das wird das chaotische V-Wards-Video überhaupt. Aber es wäre doch viel, viel geiler, wenn die das doch so machen würden, dass es kommt ja eh immer ein Team. Ja, ne? Und das sage ich mal, ab irgendeinem Rang hat man dann auch, sage ich mal, diese Karten in Rot. Genau, ja. Oder das so, krass. So ein Split oder so. Wie geil wäre denn das? Dass du zumindest... So Freeze, so halb Rot, halb Freeze. Ja, oder dass du halt auf jeden Fall in Rot so von dem Event dann was haben kannst. Statt dann, das ist doch Quark, Freunde. So, das haben wir abgeholt, dann gehen wir erstmal in den Shop rein, oder? Gerne rein. Oh, das ist jetzt aber kritisch. Oder sammeln wir uns hier alles an. Mach die erstmal alle weg, Kopf. Die alle weg, was heißt, die Player-Picks aufmachen? Das ist doch eh Schmutz. Und dann können wir da hier geschmeidig, ja, okay, hopp, auf, geschmeidig noch mit den 100k-Packs dort reinfahren. Aber ist Player-Pick jetzt wirklich fürs Basis-Icon-Pack entscheidend? Ja, wir gehen rein, Freunde. Food Champions am Ende. Wurz Gold 1 war ziemlich... War ein lustiger Stream, fast verschwitzt noch am Ende. Ja, war saulustig, hat Spaß gemacht. Aber ich habe dann auch, Dankeschön nochmal, wollte ich hier nochmal sagen, dass ich das dann gemacht habe. War ziemlich ekelhaft, hatte keinen Bock mehr. Du hast dann wieder irgendwann auf die leichte Schulter genommen und seinen klaren Sieg verspielt. 50.000 Münze haben wir, Jumbo. Seltenes Spielerpack, bis jetzt war Gold 1 bei uns am schlechtesten. Ja, wirklich so. Schnick, schnack, schnuck. Nimm du der Erste. Fuck. Muss ich das erste Pack auch nehmen, ja, oder? Bitte kein Sascha Mölders.
Okay, das war's an der Stelle dann komplett. Da ist das Sascha Mölders. Wolltest du den dann mitnehmen? Ich muss. Was zählt denn jetzt? Wenn ich Sascha Mölders mitnehme, dann zählt denn Sascha Mölders, oder? Den, wo du mitnimmst, erzählt. Dann muss ich den mitnehmen, sorry. Ah, wir könnten auch so ein Upgrade-Pack heute noch machen, fällt mir ein. Aber das können wir das nächste Mal machen. Ich gehe jetzt erstmal rein, hoffe, dass ich über 82 komme. Let's go, dass das Basel-Icon-Zelt mir gehört. Ja! Ja! Rotzplayer-Pick schon wieder, Alter. Yes! Da bin ich drin, Digga. Ja, absolute Schmutzplayer. Ja, absolut. Aber was erwartet man? Absolut. Wir registrieren uns. Registrier dich. Ich will in die WL morgen. So früh, das ist nicht gut, wenn man so früh registriert. Die dann. Nehmen wir die Gestellte noch mit, oder? Gucken wir mal. Gehen uns erstmal hier rein. Okay, jeder hat einen. Ja gut, aber hier gibt's mega und, ne? Okay, also einmal Schnickgewehr. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich will, dass du anfängst und natürlich auch das Mega-Pack mit. Okay, Freunde, erstes 100k-Pack und Freezy würde ich auch nochmal mitnehmen. Hatten wir nicht letztes Mal keinen Walkout bei denen? Oh, ist einer. Und ist ein Freezy. Das ist ein Freezy, Digga. Oh. Aber es ist ein Freezy. Es ist ein Freezy, Torreira. Haben wir jetzt zweimal gezogen, den Kollege. Aber da kommt der Pinguin reingewatscht. Aber Chichi, Digga. Aber Chichi. Immerhin der zweite Freezy am Start. Ja, nimmt mal mit. Steht 1-1 nach ja. Freezys. Nimmt mal mit. Mach du mal ne. Ja. Oh, nächster Walkout. Inform-Walkout. Da brauche ich ja gar nicht anfangen jetzt. Italien, ja gut. Oh, ja gut. Mein Mann. Ja gut, da ist mal ein schöner Zugang, so ein neues Mundstück. Bringt Glück. Digga, wie kann man das so halten wie so ein Untermensch, Alter? Ich mach's doch auch Scheiß. Soll doch lustig sein. Ach so, wie dein Consigli. Jetzt noch ein Walkout wäre absolut krass. Das wäre wirklich krank. Also, ist aber kein Freezy. Ah, oh. Pfui, Digga, pfui. Aber gutes SBC-Futter, ey. Gutes SBC-Futter, mach kein Auge. Ja, aber ich hab mir gerade was anderes erhofft. Ich auch. Okay, hast du abgeliefert? Ja. Und jetzt ist die Frage... Ja, was haben wir denn da? Wir können die 45er nehmen mit, die 25er. Jeder sechs Stück. Genau, soll ich wieder anfangen oder? Schnick, schnack, schnuck. Bist du eigentlich dumm? Ja, ich dachte, irgendwann, es ist wie beim Elfmeter. Wenn du dreimal in die Mitte schießt... Bist du eigentlich dumm? Ja, warum nimmst du auch dreimal Schere? Fang du an, du Dreckspatz. Ich hab gelernt, ich hab analysiert. Er nimmt einfach so, man denkt dann sowas beim dritten Mal, nee, er bleibt jetzt nicht stehen und dann, egal. Und ich glaube, ich mach daraus ein Icon plus das Basis-Icon. Das wär krass. Komm. Ah. Ja, war klar. Du bist wieder, du bist wieder back to the woods gegangen, Digga. Wieder zu den Torhüter. Du bist wieder zurück. Gutes SBC-Futter aber. Ja, kann man machen. Nimm mal mit. Schöne Walkout-Halter dafür verschwendet, aber sei dir gegönnt. Und rein. Und rein in die Olga. Rein in die Annette. Wow, ach du Scheiße. Bis jetzt waren alle Basis-Icon-Packs, die wir geöffnet haben, ein Striker, ne? Ja. Was wird's jetzt sein? Ich hätte gern Brasilien. Ich würde einfach Brasilien fühlen jetzt. Ja, Brasilien. Oder Frankreich. Aber für den Nervenkitzel, wer am Ende rauskommt. Ah, Holland wäre aber auch nicht so schlecht. Ein Roulette würde ich auch fühlen. Komm, bitte Nervenkitzel. Ich will einfach Brasilien. Komm, geh rein. Die Anspannung ist zu krass bei den Packs. Boah, ah. Butra, hä? Oh, Raul oder Butra? Nee, Raul ist Butra, glaube ich, ST. Raul! Wow, was ist noch Torben? Nee, Torben wäre auch ST gewesen. Aber wir sind wieder vorne in der Abteilung, ne? Ja. Wir sind wieder vorne in der Abteilung. Ja, was kostet so ein Raul? Gibt schlechtere, sagen wir es mal so. Raul Senior 44. Skills geht klar. Raul Baby. Das ist das Schlechteste aktuell vom Preis. Sehen uns morgen im Stream. Ja, Freunde, somit sind wir raus. Lasst ein Däumchen nach oben da. Team of the Wick war leider kacke. Schreibt auch gerne rein, vielleicht was ihr hattet. Wir sind raus. Wir sehen uns morgen.